Schönen guten Morgen, Leute. Ich sitze hier an der Crystal Residenz in der Raucherecke und warte auf Norbert. Und das Wetter klarte auf. Gestern Nacht oder letzte Nacht heftige Regenfälle, aber ist ja nichts Neues. Also mir gefällt es ganz gut hier. Da vorne gibt es noch ein kleines Restaurant, Café, Dessert und Snack. Aber alles sehr schön zugewachsen hier, wie ich das so sehr mag. Und die scheinen auch recht gut zu tun zu haben. Am kommenden Mittwoch werde ich dann nach Hause fahren, nach Hua Hin. Und ich denke mal, eine Tour in dieser Form wird es von mir nicht mehr geben. Ist mir einfach zu anstrengend. Na gut, das kann natürlich auch daran liegen, dass es ständig geregnet hat und die Klamotten nass waren und nicht die besten Wettervoraussetzungen geherrscht haben. Das geht schon ziemlich in die Knochen. Dann auch immer die Warterei, dass man weiterfahren konnte, oft den ganzen Nachmittag im Hotelzimmer verbracht, man konnte absolut nichts unternehmen und das geht ans Gemüt, das könnt ihr mir glauben, selbst mir. Dienstag, 26. Juli und ich bin auf der Mietraparkbrot unterwegs und suche mir mal eine Garküche, wo ich frühstücken kann. Ich wohne in dem Hotel nur 2 Minuten zu Fuß von The Mall entfernt, da kommen natürlich Erinnerungen hoch. Ich wohnte ja mal ein halbes Jahr in direkter Nähe. Über diese Brücke ging es zu unserem damaligen Apartment. Und gestern verbrachte ich einen sehr angenehmen Tag mit Norbert und seiner Familie. Allerdings off-cam, muss er auch mal sein. Und ja, war sehr angenehm entspannend. Ihr seht, Berufsverkehr hat eingesetzt. Und in der Konrad Shashima, also in der Stadt selber, kann ich auch eigentlich nichts mehr aufnehmen. Ja, zeigt sich euch bereits alles. Hat also wenig Sinn. Heute relaxen und das Wetter soll so bleiben, wie es momentan ist. Sonnig. Also geht es morgen zurück nach Hua Hin, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt. Vorgestern war ich noch einmal in der Mall, sah mich da ein wenig um und war in einem meiner damaligen Lieblingscafés. Das werden die meisten von euch auch noch kennen. Dieser kleine Weiherteich mit dem Wasserfall, der erst wenig später eingeschaltet wird. Mit Norbert war ich dann gestern in der Makro und wir frühstücken gemeinsam im Terminal 21. Auch das war nochmal schön, alles wieder zu sehen und muss sagen, gefiel mir ganz gut gestern dieser Tag. Über die Brücke spaziere ich doch mal zum alten Wohnviertel. Bin ja neugierig. Der Verkehr auf der Mietraparkbrot macht mich schon wieder nervös ab in der Seitenstraße. Ich weiß jetzt nicht, ob das Café noch geöffnet ist. Sieht eher geschlossen aus. Ja, alles leer. Nichts mehr drin. Auch in der Mall und im Terminal. Viele Läden geschlossen, einige machten neu auf. Fragt sich natürlich, wie lange die das überstehen werden. Auch in den Großstädten sieht es mit der Konjunktur nicht berauschend aus. Hohe Arbeitslosenzahlen und am Jamor-Denkmal sah ich auch wieder etliche Obdachlose. Im PKK-Apartment lebte ich ein halbes Jahr. Auf dem Großmarkt geht es normalerweise ziemlich laut zu. Und in der Straße leben viele Studenten. Es hat sich nicht viel verändert. Die Läden standen teilweise damals schon leer. Auch in den Schwäßchen hier. Alles am Alten geblieben, mehr oder weniger. Und den Rest des Tages bin ich wieder ohne Kamera unterwegs. Mal sehen, was sich morgen auf der Fahrt noch für Eindrücke ergeben. Irgendwie muss ich den Tag ja noch rumkriegen heute. Also spazierte ich mal zu dem Mall und sehe mich hier ein wenig um. Übrigens, hier muss man wieder Maske tragen im Innern. 12 Uhr Mittag und es ist so gut wie nichts los. Keine Ahnung, wie es in Abendstunden aussieht. Den Laden fand ich immer sehr interessant. Hier gibt es alles, was man fürs Trekking, Camping und für sonstige Sportarten braucht. Kostet 1.100 Watt und wäre eigentlich ideal fürs Motorrad. Oder haben sie auch Regenjacken. Und so
wasserdichte Hosen, denke ich mal, ja. Also hier könnte ich so einiges kaufen, Leute, kann man glauben. Hier im Chester's gibt es einen ausgezeichneten Americano. Kleine Tasse kostet 35 Spatt und da gehe ich jetzt mal hin. Hübsche Ledersätzchen, die man hier auch zurücklehnen und nach vorne lehnen kann. Schön gemütlich. Mittwoch, 27. Juli und das Ende meiner Motorradtour steht kurz bevor. Wir haben jetzt Viertel nach sieben, so oder so gegen 6 Uhr los. Ich befinde mich jetzt auf der Route 2 Richtung Saraburi. Ich empfinde die Route 2 Richtung Saraburi immer als sehr, sehr unangenehm. Viele LKWs unterwegs, teilweise 3-4-spurig, aber die überholen und kommen damit 10 Stundenkilometer nicht aneinander vorbei. Da hinten sieht auch noch neblig aus, aber soll trocken bleiben. Ich glaube, bis so dahin sind es nur 350 Kilometer sowas in dem Dreh. Ich würde euch ja gerne einiges mehr zeigen, aber man kann hier wirklich nur schlecht gefahrlos anhalten auf der Strecke. Spaß macht das nicht bei dem Verkehr. Guten Morgen zusammen, Leute. Donnerstag, 28. Juli und gestern kam ich nach 9-stündiger Fahrt in Hua Hin an. Das ist die längste Zeit, die ich jemals für diese Fahrstrecke von Korat nach Hua Hin oder umgekehrt benötigt habe. Und ich wusste leider nicht, dass die Thais heute Feiertag haben und somit wieder mal ein langes Wochenende, sonst wäre ich erst gar nicht losgefahren. Und aus diesem Grund, unterwegs konnte ich kaum was aufnehmen, ging einfach nicht, es war unmöglich irgendwo anzuhalten. Verkehrstechnisch in Bangkok brauchte ich für 10 Kilometer fast eine Stunde. Also nicht gerade ein Traum für Motorradfahrer. Ja, das Ende der Motorradtour. Ich hoffe, euch hat es ein wenig Spaß gemacht, mich auf der Reise zu begleiten. Mir hat es sehr viel Freude bereitet, wenn es auch manchmal ziemlich anstrengend war. Gerade die Fahrten durch den Regen, die waren doch ziemlich anstrengend. Und falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und vielleicht bis zur nächsten Tour, denn jetzt lasse ich es erstmal etwas früher angehen.